Also wir sind hier an der neuen Endhaltestelle Ruhm und die Regionalbahn ist heute um 1,2 Kilometer erweitert worden und wir verbinden ab heute 150 Zughalte der ÖBB mit 90 Abfahrten der Regionalbahn und das ist ein Riesenschritt für die Mobilität. Es hat in Innsbruck ein berühmtes Lied gegeben, das hat geheißen und der Straßenbahn wollen's auch noch haben. Ja, in Innsbruck, in Pradl und in Ruhm, sag ich jetzt. Weil wir sind da am Bahnhof Ruhm. Da kommen ganz viele Einpendler aus dem Unterland herauf und die können jetzt, seit heute, umsteigen in die Regionalbahn, die als Straßenbahn dann durch das Stadtgebiet von Innsbruck weiterfährt. Das heißt, sie haben kürzere Wege zu ihrem Arbeitsplatz oder einfach dort, wo sie hin müssen. Bildungseinrichtung, sie wollen einkaufen, sie wollen Sport betreiben, was immer. Das heißt, wir verbessern das Öffi-Angebot für alle, die im Großraum Innsbruck leben. Die Teilstücke Etappe 3 ist Teil von dem gesamten Regionalbahnprojekt von Völs nach Ruhm. Begonnen hat das mit einem Grundlagenbeschluss 2007 vom Tiroler Landtag. Und die letzten Jahre haben wir die Straßenbahnprojekte umgesetzt und das erste Regionalbahnteilstück ist nun das Stück von der Schützenstraße bis zum Bahnhof Ruhm. Beteiligt sind dabei in der Finanzierung das Land Tirol und der Bund. Das Land zahlt 55%, der Bund zahlt 45%. Und betrieben wird es von Innsbrucker Verkehrsbetrieben, damit wir ein durchgehendes Straßenbahnnetz im ganzen Zentralraum haben. Also in der letzten Erhebung wurde ja der Umweltverbund, also zu Fuß gehen, Radfahren und der öffentliche Verkehr gestärkt. Fast 50% der täglichen Wege werden jetzt im Umweltverbund gemacht und das ist ein wesentlicher Beitrag, um das noch einmal auszubauen. Und mit dieser Verknüpfung zwischen zwei Bahnen und das noch zu 100% dekarbonisiert, wird es einen Riesenschritt vorangehen, damit mehr Menschen öffentlich unterwegs sind.